Also wenn ich da links runtergehe, dann kommt ja der Augenboss. Also nehme ich doch mal an, dort war es nicht. Also er kommt nicht mehr, weil er ist ja schon tot, aber ihr wisst, was ich meine. Weiß inzwischen überhaupt mal irgendjemand, was das lilane, was der lilane Umriss um einen Raum bedeutet? Was hast denn du auf einmal? Langweilig. Tja, und hier oben komme ich ja... Wohin? Twin Labyrinth oder so, ne? Ich glaube, der Teil, der ursprünglich vergiftet war, kann das sein? Ja, bin gut. So, ich habe eine Heilfee dabei. Tja, sagt mal was an. Wohin gehe ich jetzt mit der Puppe? So, I'm a Stray Fairy. Brauche ich nicht mehr. Grieving Bird habe ich. Wandering Lizard habe ich. Shining Pillars habe ich. So, irgendwas mit Dingens. Temple of the Sun, ja toll. The Demon Altar habe ich. Mystery in Two Mirrors. Face this challenge with the Golden Key in hand. Und dann geht's schon nur noch ums Mantra. Temple of the Sun. Wohin soll ich jetzt im Tempel? Hier, das sieht aus wie ein Schwangerer. Oder, also eher eine Schwangere. Weil die hat was im Bauch. Ist von Parasiten befallen. E4, A, B, C, D, E. Da bin ich ja sogar quasi richtig. Von hier aus runter. Oh, hey, cool, ein Flair. Wow. What the... Verstehe. Also die Frauenstatue wird dann jetzt schwanger mit den ganzen kleinen Spritzis hier. Okay, dann schwänger dich mal ein. Habe ich die Mutterschaftsstatue. Oh oh. Why the fuck not? Schau mal, was hilft. Aber nicht genug. Noch mehr Bomben dafür. Wo kriege ich günstig Bomben her? Ich wollte das jetzt hier gerade mal reingucken.
Wer verkauft günstig Bomben? Tempel of the Sun B5. Bin ich ja sogar in der Nähe. Dankeschön, Siedler. Ja, doch, Petri hat da vollkommen recht. Und passt mehr auf als ich. Weil... Weißt du? Ja, ich denke, der Hinweis Schlaf in der Mutter war das für jetzt gerade. Weil ich habe ja quasi geschlafen. Ich habe stillgestanden und nichts gemacht. Tja, hier gibt's Flares. Ist ähnlich nützlich, aber nicht so ganz das, was ich will. Tower of Ruin, C3. Oh, das ist nah. So ein No-Name. Missbraucht mich einfach für Werbung. Was soll denn das? Wenigstens war es kein Viagra-Spam. So, ich hoffe doch jetzt auch mal, dass ich hier auch was machen kann mit den Bomben, weil es hat sich doch eindeutig danach angehört. Nicht, dass das nur so... Aber wird schon was bringen, oder? So, wo ist ein toller Punkt, wo ich stillstehen kann und nicht immer im Fahren hier quasi die Dinger werfen muss? Nein. Okay, ich muss es immer im Fahren machen. Ha! Naja, hat geklappt. So, wo waren wir dann? Im Temple of the Moonlight. Irgendetwas jetzt mit dieser Mutterstatue anfangen. Tadok. Bidikoi. Oh, Havoc. Das Wochenende früh angefangen. Wo gehe ich hier jetzt hin damit? Im Moment sehe ich mal auch noch nichts, was irgendwie nach dieser Mutterschaftsgeschichte aussieht. Hier unten war ja mein Anubis mit 2 O.
Eingang vom Temple of the Sun ist der Raum hier eins neben mir. Hier. Und da war doch noch das hier mit der Kiste über mir, die ich ewig in 3 Tage nie aufmachen kann. Ob das damit zu tun hat? Manche Aufzüge sind etwas schneller als andere. Oh. Bin ich so froh, dass ich den das Kruzifix oder so da habe, dass diese Geister mir nichts machen können. Das war so Horror beim ersten Spielen. Dass die Dinger mich da jedes Mal runtergeschmissen haben. Komme ich da nicht irgendwie noch runter? Das alles nur. Naja, anscheinend sind das alles nur. Ja, dann. Kommen wir halt wieder von hier. Good ball. I like the ball with the cat. And the cat with the ball. I like it. Falscher Eingang. Wo war der andere Weg? Den ich jetzt meinen, wo ich in... Ach so, ja, in der Pyramide, den meine ich. Mein Fehler. Ja, Siedler, ja, Siedler, ja, Siedler. Ich weiß es doch. Pass doch mal auf, wann deine Texte erscheinen. Immer kurz, nachdem ich es gesagt habe. Ich hab die nicht so getauft. Wenn, dann hat die DC Scrap so getauft. Hat unbedingt das LP von DC Scrap zu dem Spiel. Das ist so schön. Also inzwischen hat er, glaube ich, schon 3 LPs von dem Spiel gemacht, sagen wir es so. Aber ich meine das erste. Hey, guck mal. I know this. Yay! Jetzt bin ich im Uterus, oder was? Stehe ich hier mal rum oder so? Nee, ich glaube, rumstehen ist es hier nicht. Ja. Was nun? Was mache ich jetzt mit dem Ding? Das hat mir jetzt im Moment, insofern ich hier nichts anderes tun kann, ja quasi... Ach ja, schlafen. Ja, ja, das war der Kack. Ich erinnere mich... Er hat was gegessen und dann wird er müde. Das geht mir auch immer so. Und dann legt er sich schlafen. Na, er hat auch so gereicht. Yay, Ocarina! Die Philosophen-Ocarina. Die 4 Philosophen erwachten, habe ich gerade als Achievement bekommen. Das sagt uns ja etwas recht Eindeutiges, nehme ich mal an. Und da ist er erwacht, Herr Penner. Ich muss dir Lob aussprechen dafür, dass du mich erreicht hast, Auserwählter. Mein Name ist Gil Torio, einer der 4 Philosophen. Ich bin der Philosoph des Wissens.